Der Ideenpark in Essen, eine Messe der etwas anderen Art. Denn hier soll nichts verkauft werden, hier geht es auf Entdeckungsreise. Rund 1500 Forscher, Ingenieure, Wissenschaftler und Entdecker laden dazu ein, ihnen zu folgen und sich ein Bild von der Welt von morgen zu machen. In der Biowerkstatt etwa wird die Natur ganz genau unter die Lupe genommen. Was können wir von der Natur lernen? Der Lehrstuhl Biomaterialien der Universität Bayreuth hat dazu einen fünfteiligen Parcours aufgebaut und lädt vor allem ganz junge Forscher zum Staunen und Entdecken ein. Es geht darum, Natur nachempfinden, bezogen auf Strukturproteine. Und was wir machen, wir wollen die Besucher letztendlich auf so eine Entdeckungsreise nehmen. Wir starten mit lebenden Tieren, zum Beispiel mit Spinnen, aber auch mit Flohfliegen. Die können selber entdeckt werden und dann bei einem Biolabor, letztendlich können Sie selber so ein bisschen auch Analytik betreiben, Sie können pipettieren. Wir haben einen Pipettierroboter dabei, der so ein bisschen zeigt, wie das in modernen Laboren heutzutage gemacht wird. Und Sie können selber zum Beispiel an einem Binokular auch proben, sich angucken. Und dann haben wir eine Station dabei, wo wir neue Materialien zeigen und auch Möglichkeiten der Anwendung aufzeigen. Die Stars am Stand sind natürlich die Spinnen, die in einem begehbaren Terrarium ganz ohne Glasscheibe betrachtet werden können. Die faszinierenden Eigenschaften von Spinnenseide werden anhand von Infotexten, Bildern und Exponaten beschrieben. Mit Laborgeräten wie zum Beispiel Binokulare kann der Besucher selbst experimentieren und dabei überraschende Entdeckungen machen. Begeisterung, die ansteckt, und um die es geht auf dem Ideenpark. Denn das Interesse an Naturwissenschaft soll bei den ganz Jungen geweckt werden. Es macht Spaß, den direkten Kontakt mit den Leuten zu haben. Dieses Schlagwort raus aus dem Elfenbeinturm. Das ist letztendlich hier so darum, wo es geht. Hier sind wir direkt an den Leuten dran. Hier können wir auch mit den Leuten direkt sprechen, kommunizieren. Wir können denen auf einer ganz anderen Ebene im Prinzip auch beibringen, was uns eigentlich interessiert, wofür wir heiß sind, wofür wir brennen. Und ja, dafür ist das die ideale Plattform. Und natürlich ist es eine willkommene Abwechslung, sowas auch mal live mitzuerleben. Und die Begeisterung macht vor niemandem Halt. Auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war fasziniert von den Möglichkeiten, die moderne Biotechnik bietet. Denn um bei der Spinnenseide zu bleiben, ein Material, das härter als Stahl und gleichzeitig hautfreundlich ist, hat natürlich auch eine wirtschaftliche Zukunft, wenn man die richtige Idee hat. Und dafür ist der Ideenpark genau der richtige Ort.